Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 24. Januar. Heute haben wir dabei Amazon Echo, Telekom Smart Speaker, Facebook, Microsoft Edge und Uber. Beginnen tun wir mit der Deutschen Telekom. Die hat ja letztes Jahr angekündigt, einen Smart Speaker herauszubringen und ich habe mich damals schon gefragt, warum. Also braucht man wirklich noch einen? Andererseits aus Company-Sicht macht es natürlich Sinn, sich auch dort aufzustellen. Aber sie hatten schon gesagt, der soll zwar einen eigenen Assistenten mitbringen, der smart ist, aber er wird wohl auch die Alexa unterstützen. Von daher, ja, wenigstens etwas. Tja, und alle, die sich dafür interessiert haben und sich angemeldet haben, die wurden jetzt informiert, dass es da zu Verzögerungen kommen wird. Und die Telekom hat auch ganz offen gesagt, das liegt daran, weil der Assistent halt noch trainiert und optimiert werden muss. Ich finde es schön, dass die so transparent kommunizieren. Und ja, wenn ihr darauf gewartet habt, dann müsst ihr leider noch ein bisschen länger drauf warten. Und wenn wir schon dabei sind, reden wir nochmal vom Amazon Echo, dem originalen, in Anführungsstrichen, Smart Speaker. Da hat der Amazon ja auch im letzten Jahr neue Versionen vorgestellt und auch viele Zubehörteile für den Amazon Echo. Unter anderem auch die Echo Wanduhr. Das ist eine Wanduhr, die sich mit dem Echo connectet und dann entsprechend einen Timer anzeigen kann zum Beispiel. Die war auch schon im Verkauf und wurde jetzt gestoppt. Und The Verge hat auch nachgefragt, ob der wiederkommt oder wo das Problem ist. Ja, und das Problem ist, dass die sich mit dem Echo nicht mehr richtig verbindet hat. Damit ist sie natürlich nicht unbedingt obsolet, denn die Uhrzeit zeigt sie ja noch immer an, aber es ist nicht im Sinne der Erfindung logischerweise. Und Amazon hat auch schon gesagt, die arbeiten dran logischerweise auch. Und das Ding kommt natürlich in ein paar Wochen wieder normal in den Verkauf, wenn das Problem gelöst ist. Ganz anderes Problem sind ja Fake News und Clickbait und alles Mögliche auf Facebook. Und da haben die sich ja schon seit Längerem drum gekümmert mit verschiedenen Initiativen. Und jetzt kommt ein Quality Tab für Facebook-Seiten und eventuell wohl auch Gruppen. Und da wird angezeigt, ja, wie die Qualität so einer Seite ist, von den Inhalten her, ob Sachen entfernt worden sind, weil die gemeldet wurden. Und ja. Dazu kommt auch noch, dass Facebook sich jetzt vorbehält, Seiten und Gruppen proaktiv zu bannen und zu löschen. Also die Seiten und Gruppen, die noch gar nichts getan haben, wenn diese in Bezug zu anderen Seiten und Gruppen stehen, also zum Beispiel von den gleichen Leuten verwaltet werden, die regelmäßig Fake News posten und auch dementsprechend dort auch schon gefleckt sind und Nachrichten entfernt worden sind. Die Verbindung auf jeden Fall, die guckt sich Facebook dann genauer an und gegebenenfalls löscht die dann auch Seiten, die erstmal gar nichts getan haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, glaube ich. Mal sehen, ob das so funktioniert. Und wenn wir auch schon in dem Thema sind, Fake News, dann hat sich auch Microsoft da jetzt eingeschaltet. Denn der Microsoft Edge Browser für iOS und Android, also die mobile Version, ich weiß nicht, wer sie benutzt, ich kenne keinen, die bringt nämlich jetzt in der neuesten Version den NewsGuard mit. Das ist ein Detektor für Fake News. Der ist zwar nicht standardmäßig aktiviert, aber kann mit einer einfachen Einstellung in den Settings aktiviert werden. Und dann kümmert der sich darum, Fake News zu entdecken, wenn man mit dem Microsoft Edge Browser mobil unterwegs ist. Das finde ich eine schöne und praktische Sache. Aber vielleicht gucke ich ihn mir doch mal an. Und letztes Thema für heute, Uber. Und der geneigte Zuhörer weiß ja, dass Martin wie auch ich gerne Uber nutzen, um von A nach B zu kommen, wo es verfügbar ist. Uber hat jetzt in Amerika in ein paar Städten und soll bald in allen amerikanischen Städten sein, die Uber Rewards rausgebracht. Also ein Loyalty-Programm, wo man für das Geld, was man in Uber ausgibt und nicht nur in Uber, also für Transport, sondern auch in Uber Eats, das ist der Dienst von Uber, wo man halt sein Essen irgendwo bestellen kann und es abgeholt wird von einem Uber Eats Fahrer und einem gebracht wird. Also all das zusammen, das ganze Geld, was man da ausgibt, daraus werden Punkte generiert und dann kommt man in das Programm Blue, Gold, Platinum oder Diamond und hat verschiedene Benefits dann. Es ist eine sehr komplexe Tabelle, ist ein Link in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken, wenn es euch interessiert. Bislang ist es ja erstmal auch nicht für Europa angekündigt. Aber man bekommt zum Beispiel ein Upgrade auf eine bessere Autoklasse, wenn man abgeholt wird. Oder man bekommt einen fixen Tarif zwischen
Ort A und B, den man regelmäßig fährt, also unterschiedlichste Varianten. Ist auf jeden Fall ein interessantes Loyalty-Programm und macht für mich auch vollkommen Sinn, dass sowas da eingeführt wird, um die Leute zu motivieren, noch mehr Uber zu fahren und Uber Eats zu nutzen. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag, bleibt positiv und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.